Hallo Leute und willkommen zum Noppensteinstube Adventskalender, dem Türchen Nummer 15. Dann schauen wir mal, wo wir das Türchen haben. Ich sehe es gerade auf Anhieb nicht. Türchen Nummer 15, da ist Türchen Nummer 15, ganz in der Ecke. Und wir haben gestern aufgehört mit einem Kampfdruiden und wir machen heute weiter mit einem Kampfdruiden. Also sind die in jedem Kalender drin? Also das ist ja irgendwie schwierig, oder? Ich meine, jetzt baue ich den nochmal zusammen. Ich habe gerade den letzten im gestrigen Video gebaut und jetzt mache ich schon wieder einen. Ist ja ein bisschen langweilig. Gut, natürlich packen die meisten nicht den Kalender vom letzten Jahr und vom aktuellen Jahr aus. Aber, tja. Gut, also wer das Video gestern nicht gesehen hat, wir haben einen Kampfdruiden. Yay, hey. Gut, die Figur ist cool, kann man nicht anders sagen, aber da ich jetzt wirklich zwei Kalender auspacke von verschiedenen Jahren, habe ich hier wirklich, ich habe die Füße falsch schon gemacht, sehe ich gerade bei dem anderen. Also gestern habe ich die Füße verdreht. Das können wir gleich ändern. So, jetzt ist es richtig. Ja, zwei Kampfdruiden und wie ihr sehen könnt, sie sind beide absolut identisch. Es ist dieselbe Figur, derselbe Blaster. Wartet mal. Doch nicht. Der ist hier in diesem Metallic Anthrazit gehalten und der ist in schwarz. Hier haben zwei verschiedene Blaster, also doch nicht dieselbe Figur. Eine unterschiedliche Blasterfarbe, also ein kleiner Unterschied ist zu erkennen. Gut, dann machen wir weiter mit dem City-Kalender. Und auch da haben wir was zu bauen. Oh, eine Menge große Teile. Dann schauen wir mal, was uns da erwartet. So, ein Technik-Connector haben wir über und da haben wir eine richtig coole Schneemobil. Jetzt habe ich das Wort. Das sieht doch nice aus. Ich habe die Hände jetzt natürlich nicht an den Griff ran gemacht, aber das ist doch schon mal ein cooles Teil. Das gefällt mir. Sowas mag ich. Das sind schöne kleine Bauten. Da würde ich mir wünschen, dass sowas mehr drin ist, was wirklich für Minifiguren gut zu nutzen ist. Da wäre bei den Star Wars Kalendern auch echt ein bisschen Nachholbedarf, dass man ja vernünftige Zubehörteile dazu erschafft, anstatt diese kleinen Raumschiffe. Das ist wirklich nett, muss ich sagen. Das gefällt mir gut, schönes Teil. Das kommt jetzt hier hinten mal mit in die Deko rein. Okay, sieht man nicht. Dann stellen wir ihn hier vorne mit hin, sieht man auch nicht. Da. Weiter geht's mit dem aktuellen Star Wars Kalender. Boah, da haben wir auch wieder ordentlich was zu bauen. Dann wollen wir da mal starten. Boah, zwei Teile übrig und da haben wir das Ding. Das kann ich hier gar nicht draufbringen. Okay, dann müssen wir es einmal so machen. Das müsste ein, ist das ein Droiden-Kontrollschiff oder so, ne? Dann wären wir wieder bei Episode 1 bis 3. Sieht ganz nice aus, die Teile sind ganz schön. Kann man gut wiederverwenden. Ja, ist nett. Und damit sind wir auch schon wieder durch. Lasst gerne einen Daumen nach oben da, wenn euch das Video gefallen hat. Schaut morgen wieder rein, wenn ich das nächste Türchen öffne. Und lasst ein Abo da, wenn ihr es noch nicht getan habt. Die Noppensteinstube sagt Tschüss.